Moorbach begrüßt heute einen ganz besonderen Gast. Der TCC Moorbach, der Tennisverein, hat Manuela Henkel engagiert. Sie hat heute über ihr bewegtes Leben als Sportlerin gesprochen und steht mir von SWM TV jetzt dafür ein paar Fragen zur Verfügung. Hallo Manuela. Ja, was die Leute so wissen wollen ist, wie kamst du damals zum Leistungssport? Ja, als Kind war ich sehr, meistens nicht ausgelastet. Ich war viel unterwegs und wollte mich halt auch immer bewegen, hohen Bewegungsdrang. Und ich bin dann über den Schulsport in den Verein gekommen, habe dann Skilanglauf gemacht und dann, habe meine Kindheit in der DDR verbracht und da war das alles noch gut durchgeplant und ich bin dann halt so peu à peu gefördert worden und bin dann mit 12 Jahren an die Sportschule und ab da ging Leistungssporttraining los. Und bist beim Langlauf geblieben? Ich bin beim Langlauf geblieben. Es hat mir immer große Freude gemacht, auch klassisch zu laufen. Weil es ist die Frage wegen der Andrea, ne? Weil die Biathletin ist. Also ich war immer besser im klassischen Skilauf als im Skating und ich hatte immer ein bisschen Schmerzen beim Skaten und ich war auch nie so gut. Und es war ja auch so, dass die das war ja damals, als ich noch eine junge Sportlerin war, auch nicht so, dass so ein Hype um den Biathlon gemacht wurde, wie es heute war. Es war ja nicht abzusehen, was da für welche öffentliche Wahrnehmung die Biathleten einst haben werden. So, da bin ich halt immer beim Langlauf geblieben. Du bist Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Da fragt man sich schon, wie erlebt die Sportlerin die Stunden vor dem Rennen, während dem Rennen und nach dem Rennen? Hast du daran noch richtig gute Erinnerungen? Ich kann mich nicht an alles erinnern. Also erstmal die Zeit bis zu dem Olympiasieg war eigentlich, ich habe meinen Sport gemacht und ich stand auch nicht so in der Öffentlichkeit. Es war ja so, dass wir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht einen Podiumsplatz in der Staffel hatten. Ich war das Jahr zuvor, hatte ich meinen ersten Podiumsplatz im Sprint mal erlaufen. Ansonsten, es war jetzt nicht so. Und plötzlich sind wir Olympiasieger. Das heißt, bis vor dem Olympiasieg war das einfach so ein beschauliches Langlaufen, was halt anstrengend war und meistens ein bisschen frustrierend, weil die Erfolge nicht kamen. Der Tag, beziehungsweise die Tage vor dem Staffelstart, der war ich schon sehr nervös. Also ich wurde ja auch vor eine Aufgabe gestellt, die Staffel anzulaufen. Das hatte ich Jahre davor nicht mehr gemacht und ich war echt nervös, dass ich das nicht hinkriege. Und hast du führend übergeben? Ja, also sehr unerwartet. Das war halt das. Ich bin halt dann, ich habe eine Marschroute mitbekommen fürs Rennen vom Bundestrainer, nachdem er mich überredet hat, dass ich jetzt diese Position laufe, obwohl ich es jetzt, wie gesagt, jahrelang nicht gemacht habe. Ich habe eine Marschroute bekommen, ich soll hinterherlaufen und dann habe ich dann halt einfach dann irgendwie nur noch an die Marschroute gedacht beim Rennen und dann war es dann halt so, dass ich in der vorletzten Abfahrt dann plötzlich die erste Läuferin überholen musste und war dann plötzlich erst und hatte dann halt Angst, dass ich jetzt irgendwas falsch mache und bin halt einfach gerannt, was ging und habe mit Vorsprung übergeben. Das Rennen selbst, wie gesagt, ich habe mich konzentriert, dass ich alles richtig mache. Und danach war es alles, erstmal war ich nur froh, dass ich jetzt im Ziel war und dass es geklappt hat und habe meine Interviews gemacht, was man halt so macht und ab dem Zeitpunkt, wo feststand, wir sind Olympiasieger, habe ich nicht mehr viel Erinnerungen, das ist dann ich war dann wie ferngesteuert, ich kannte das Prozedere nicht, man wird dann halt von A nach B gezerrt und muss so bestimmte Rituale einhalten zum Fernsehinterview und dann, ich weiß es nicht mehr. Also es war ja auch nicht so, wie es heutzutage ist, dass jeder ein Smartphone hat und von alles ein Foto gemacht wurde. Von daher habe ich auch nicht so viele Bilder. Und ich habe bei YouTube leider auch nichts gefunden, wie die Siegerehrung war. Also es ist halt alles nur schemenhaft. Ja, und danach war ich ein bisschen berühmt und lebe noch heute davon. Wenn du das alles noch mal machen solltest oder andersrum, würdest du heute jungen Menschen empfehlen, wenn ihr könnt, geht zum Leistungssport? Ja, wenn Sporttreiben Spaß macht, dann ist Leistungssport sehr schön, weil es ist klar, es ist anstrengend, aber ich meine, man muss Ziele haben und ich finde es auch immer gut, wenn schon junge Menschen ein Ziel haben. Und man erlebt viele Sachen im Leistungssport, die man so nicht erleben würde. Also man kann sich Sachen einfach nicht erkaufen. Und wenn man wirklich, ich habe jetzt als Kind nicht hart trainiert. Das war für mich eine Freude, mich zu bewegen. Und ich habe die Wettkämpfe gemacht und wollte gewinnen, weil jedes Kind irgendwie gewinnen will. Und wenn es nicht geklappt hat, war ich halt kurz sauer und habe es das nächste Mal nochmal probiert. Also es war jetzt nicht groß. Ich habe nicht dran gedacht, ich will Olympiasieger werden, deswegen muss ich hart trainieren. Es gab
eine Regel, wenn ich das machen will, muss ich es ordentlich machen. Wenn, aber ich muss es nicht machen, es sei denn, ich möchte es unbedingt. So war das bei uns zu Hause. Schule muss natürlich funktionieren. Wenn die Schule nicht funktioniert, hätte meine Mutter gesagt, nee, darfst du nicht. ja, aber ich, wenn jemand Spaß dran hat, warum nicht? Immer. Wenn du als Hochleistungssportler immer im Training bist und du lebst streng, fehlt dir nicht manchmal so das lockere Leben, das deine gleichartigen Freunde hatten? In dem Moment, wo man da reinwächst, kriegt man das gar nicht so mit, was einem fehlt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt ab 12 Jahre, wo ich im Internat war, nur noch streng Sportlerin war. Wir haben schon oft Blödsinn gemacht. Aber so, ja, sag mal so bis 23 war es dann schon auch noch ein bisschen lockerer. Man, ja klar, es gibt so Sachen, macht man nicht als Leistungssportler. Man geht nicht in der Saison ins Kino, wo viele Menschen sind, weil die Gefahr zu groß ist, sich mit einer Erkältung einzufangen, irgendein Virus aufzuschnappen. Oder ja, man geht halt zeitig schlafen. Man geht halt nicht am Wochenende weg. Man wartet. Ja, man geht schon am Wochenende weg, aber nicht in der Saison. Man macht das halt im April. Mhm. Also es ist so, aber was heißt fehlen? Weiß ich jetzt nicht. Ob mir, ja, ein bisschen was fehlt, im Nachhinein sicher. Es gibt Sachen, die kann man dann einfach mit über 30 nicht mehr nachholen, weil es dann schon ein bisschen blöd aussieht, wenn man dann so Sachen, die 18-Jährige machen, dann mit 30 macht. Aber ja, so großartig gefehlt hat mir nichts. Dein neues Leben sieht wie aus? Ich habe tatsächlich geschafft, mit 40 Jahren meinen Bachelor zu machen in internationalem Management. Und ich arbeite in Oberhof in der Hotellerie. Ich mache dort Marketing für ein Hotel. Und ja, das ist mein neues Leben. Also ich arbeite sehr gerne und ich bin auch sehr gerne, ja, das macht mir irgendwie Spaß, früh zur Arbeit zu gehen und dort meine Kollegen zu treffen und dann ja, gemeinsam irgendwas voranzubringen. Auf deiner Homepage habe ich dein Modelabel gefunden, die ja. Ella Henk. Die Ella Henk, ja genau, sowas macht man auch. Also ich habe in Skandinavien, also eigentlich hat meine Schwester in Skandinavien so einen Winterrock entdeckt und ich fand das eigentlich ziemlich cool und wollte auch so einen Rock haben und ich konnte ihn in Deutschland nicht kaufen. Dann habe ich gedacht, na gut, ich muss irgendwo so einen Rock herkriegen und dann habe ich das endlich geschafft und dann wollte ich eigentlich den deutschen Frauen auch den Vorteil eines Winterrocks nahebringen und sie, ja, es ist einfach so ein Hobby von mir. Mhm. Ich kaufe dann in Schweden Winterröcke an, also das ist wie so Anoraks für die Beine, sage ich immer, und bedruck die mit dem, ich habe da so einen Ella-Stern, also so ein, mein Logo bedruck ich auf den Rock, dass es ein bisschen schicker aussieht und ja, also ich finde die übelst praktisch. In Oberhof ist immer ein bisschen kalt, ich bin eine kleine Frostbeule und wenn ich früh auf Arbeit gehe, ziehe ich halt Jacke an und hänge mir so einen Rock um und wenn ich im Büro bin, mache ich den Reißverschluss vom Rock auf und bin businesslike gekleidet. Ja, es sieht also auf der Homepage, auf den Bildern super schön aus. Mhm, danke. Kompliment dafür. Ja, das ist übrigens nicht nur für Schnee, es ist nämlich auch für nur kalte Temperaturen. wie sprichst du es aus? Ella oder Ella Henk? Ella. Ella. Hat nichts mit dir zu tun. Das ist ein Teil meines Namens. Aha, okay. Also ich bin jetzt keine gespaltene Persönlichkeit und das ist die eine Hälfte, so ist es nicht, aber ich finde, das Ella, das ist so, klingt so ein bisschen skandinavisch, weil die Röcke daher sind und Henkel ist irgendwie zu lang. Mhm. Und die Ella Henk, die du in Skandinavien getroffen hast, war das deine innere Ruhe? Das ist, naja, vielleicht. Also die Geschichte ist extra so geschrieben, ja, es ist einfach dieses skandinavische Lebensgefühl, was einfach da, das ist halt, das da oben in der Natur unterwegs sein und dann auch die Leute, die sind irgendwie gemütlicher. Und das ist so das, was ich so ein bisschen manchmal auch in Deutschland vermisse. Und ja, es ist vielleicht meine innere Ruhe, gut gesagt. Manuela, vielen Dank für diese Minuten, die du mir gegönnt hast. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg. Ja, vielen Dank, dass ich das Interview mitführen durfte. Danke.